Ich wusste jetzt nicht, wer mein Vorredner sein würde. Ich hatte nur einfach das Thema Vollpension gehört und habe mich gefragt, was wohl dahinter steckt. Und das Interessante ist, dass das, was ich jetzt erzählen werde, vom Prinzip das, was da geschaffen worden ist, in einer etwas anderen Art, aber dann 2.0 ist, also etwas größer. Und es zeigt, dass wenn man wirklich an etwas glaubt, dass man wirklich etwas bewegen kann. Nämlich das Thema Bewegen. Und jetzt werden die einen oder anderen fragen, ja, was macht so eine Marke wie Ben & Jerry's in einem Konzern wie Unilever? Und es ist wiederum das Thema Bewegen, nämlich etwas bewegen. Und da muss ich vielleicht etwas ausholen, um zu erklären, wieso eben so eine Marke wie Ben & Jerry's etwas bewegt, nicht nur bei ihren Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch innerhalb eines großen Konzerns wie Unilever. Wir sind ein global aufgestellter Konzern. Ungefähr 2 Milliarden Menschen verwenden jeden Tag ein Unilever-Produkt. Das ist schon eine Zahl, die viel aussagt. Und warum sie so wichtig ist, werde ich jetzt auch gleich sagen. Da kommt sie mich wieder zu diesem Thema Bewegen. Wir in Österreich haben jetzt nicht sozusagen die größten Herausforderungen, wenn es ums Thema Natur geht. Aber wenn man jetzt überlegt, was wir gerade in den USA gesehen haben mit dem Hurricane Sandy oder mit Erdrutschen in der Türkei, oder Wasserknappheit in der Welt. Die Zeit der Abundance, wirklich viel zu haben, geht vorbei. Und deswegen müssen Konzerne wie Unilever umdenken. Und dazu gibt es auch keine Alternative mehr. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir aktuell, wie wenn der Konsum, so wie wir ihn hier in Österreich haben oder in England oder in Deutschland, wenn alle in der Welt so viel konsumieren würden, bräuchten wir heute 3 Welten. Und soweit ich weiß, gibt es eben nur eine. Diese Zahl kommt vom WWF. Und wir haben ein Bevölkerungswachstum. Wir haben eben Veränderungen, besonders im asiatischen oder in den Entwicklungsländern, wo eben die Nachfrage nach Rohstoffen etc. immer stärker wird. Und deswegen gibt es eben für ein Unternehmen wie Unilever eine Herausforderung, zu der es eben keine Alternative mehr gibt, habe ich gesagt. Und da gibt es den sogenannten Nachhaltigkeitsplan, den Unilever Sustainable Living Plan. Der Unilever Sustainable Living Plan ist von 3 Teilen aufgebaut. Und das werden wir gleich dann auch bei Ben & Jerry's dann reflektiert sehen. Nämlich auf der einen Seite möchten wir das Leben von Menschen verbessern, nämlich von 1 Milliarde Menschen weltweit. Auf der anderen Seite möchten wir unsere Rohstoffe auf Nachhaltigkeit umstellen, die wichtigsten bis 2015 und alle anderen bis 2020. Eine andere Zahl, die vielleicht auch mal interessant ist, wir haben so ungefähr um die 35 Millionen Menschen, die uns direkt oder indirekt beliefern. Das zeigt einfach, was da wirklich für eine Macht dahinter steckt, was man wirklich bewegen kann, wenn man etwas bewegen will. Und das letzte oder der letzte Punkt ist, dass wir unseren Environmental Footprint halbieren möchten in den nächsten Jahren. Das ist die Abfall halbieren, die CO2-Ausstoß halbieren, den Wasserverbrauch halbieren. Und das schaffen wir nicht alleine als Unternehmen, sondern da brauchen wir die Hilfe. Weil, wenn man versteht, wo denn die Belastung, also die Umweltbelastung beim Konsum von Produkten entsteht, gibt es diese folgende Aufteilung. Und die ist wirklich sehr interessant, wenn man sich das einmal anschaut. Rohstoffe 26%, Herstellung 3%, 2% bei Transport, Verbraucheranwendungen, wenn es um Wasserverbrauch geht, CO2. Also zum Beispiel, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, wir sind der größte Teekonzern der Welt, mit der Marke Lipton unter anderem. Wer jetzt einen Tee kocht, da wird bei der Wassererhitzung wirklich am meisten CO2 produziert. Wie können wir das verbessern? Wie können wir das vom Prinzip auf diese Reise mitnehmen? Wie können wir die Leute dazu kriegen, wenn alle, die zum Beispiel die Marke Dove von uns verwenden, weltweit um 1 Grad die Temperatur runterstellen oder 1 Minute kürzer duschen? Ich habe gerade am Anfang erzählt, 2 Milliarden Menschen verwenden jeden Tag ein Unilever-Produkt. Und da liegt der Schlüssel, nämlich wie können wir die Konsumenten bewegen? Wie können wir sie dazu bewegen, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu gehen und ihnen Schuldgefühle zu geben, wirklich etwas gemeinsam mit uns zu verändern. Dass wir in unserem Bereich unsere Hausaufgaben machen müssen, ist ohne Diskussion, das ist ganz klar. Also geht es darum, wirklich die Konsumenten zu bewegen. Und wie kann man das machen? Es gibt das eine oder andere Beispiel, wo es schon funktioniert hat. Das ist zum Beispiel bei der Marke Dove. Kennt man, oder die meisten von euch werden die Kampagne Ohne Models kennen, wo es wirklich eine Veränderung gegeben hat in einer Art und Weise, die über Kommunikation funktioniert hat. Ohne Zeigefinger, ohne wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger rumzulaufen. Und wir lernen auch, nicht nur aus uns selber, aber auch eben von der Marke Ben & Jerry's. Vielleicht, wie gesagt, das beste Eis der Welt. Und hergestellt auf die netteste Art und Weise, das auf jeden Fall. Es ist ein Unternehmen, wir haben den Kaufpreis gerade gehört, das aber absolut autonom agiert.
Es gibt keine Vorschriften, sie können alleine agieren, sie machen auch Aktionen, politische Aktionen, über die ich gleich sprechen werde, die jetzt nicht unbedingt einem großen Konzern entsprechen, sondern sie bewegen etwas, sie wollen etwas verändern. Und das hat mit den beiden jungen Herren, Ben und Jerry, zu tun, die auch noch immer beratend im Vorstand tätig sind. Es gibt eben einige Artikel, die auch sich damit auseinandersetzen, eben Ben & Jerry und der große Fisch. Wie passt das zusammen? Wie geht das eben Hand in Hand? In Brand 1 gab es vor kurzem einen großen Artikel dazu, dass es passt, dass es zusammenbringen kann, dass man diese Sachen zusammenbringen kann. Auch weil Ben & Jerry bzw. die Marke wirklich komplett eigenständig ist und ihre Macht und ihre Kraft, besser gesagt, die sie über die Jahre jetzt entwickelt hat, gegründet 78, um Menschen zu bewegen, einfach freien Lauf lassen muss. Die Marke von Ben & Jerry's, und ich spreche jetzt im Namen von Ben & Jerry's, ist unsere Nachhaltigkeitsmission. Wie fing alles an? Ich habe es gerade vorhin gesagt, 1978, und deswegen baut es so genial auf die Geschichte von der Vollpension, die wir gerade gehört haben. Das waren eben zwei Hippies und Sandkastenfreunde, Ben Cohen und Jerry Greenfeld, und die haben sich auch überlegt, die möchten ja ihr Leben verändern, was können wir denn machen? Ja, und sie haben eine Bagelmaschine gedacht, das ist zu teuer, und haben wirklich für $5, also 10 insgesamt, jeder hat ja einen Kurs dann gemacht, einen Eiscreme-Fernkurs belegt, um zu schauen, wie das funktioniert. Sie starteten eine Eisdiele in Vermont. Vermont, wir werden es gleich in einem kurzen Film auch sehen, was für eine Wahnsinnsidee, eine Eisbude in Vermont aufzumachen, wo es wirklich nur Eis und Schnee die meiste Zeit gibt. Also es ist jetzt nicht unbedingt Florida oder Kalifornien. Und ja, so hat das Ganze eben dann angefangen, und am besten zeigen wir einfach mal einen ganz, ganz kurzen kleinen Film. Nicht immer fair. Erst im Sportunterricht, da war es nicht fair. Dann machen sie einen Eisladen auf in Vermont, wo es viel schneit. Das ist nicht fair. Dann ist der Chunkinator für die großen Stücke im Eis explodiert. Echt nicht fair. Dann fiel Ben das Haar aus. Total nicht fair. Aber eins ist fair. Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie. Das ist fair für die Brownie-Bäcker und für die Kakaobauern und für ihre Dörfer. Und für die Milchkühe ist auch fair. Darum sind die saftigen Chocolate Fudge Brownies so fair. Und die sahnige Schoko-Eiscreme auch. Es gehört zu unserer Fairtrade-Familie. Das ist doch mal fair. Und für das mit der Glatze, sorry, Ben. Also eine ganz kleine, kurze Werbung eben von Ben & Jerry's, die aber die Geschichte so ein wenig erzählt, nämlich, dass sie eine Mission haben, auf die ich dann auch noch gleich eingehen werde. Und es geht eben darum, wie können wir bewegen. Und hier in Österreich ist die Marke seit 2009 hier. Und es wurde, und das war eben auch diese Werbung daraus, die Umstellung auf Fairtrade gemacht. Nämlich die Mission ist wirklich, gut für die lokale Umwelt zu sein, für die Menschen, für die Gesellschaft. Und deswegen passte Fairtrade auch dazu. Und man hat dann vom Prinzip dann eben alles umgestellt, komplett auf Fairtrade, was die komplexeste Umstellung weltweit war. Also zum Beispiel im Bereich von Mandeln haben wir mit Ben & Jerry's den kompletten weltweiten Bedarf abgerufen an Mandeln und haben damit noch andere Kooperationen unter anderem in Pakistan gesucht, die auf Fairtrade dann umstellen, damit wir eben den Bedarf decken können. Inzwischen sind alle Sorten eben auf Fairtrade umgestellt. Was es eben nicht gibt, ist zum Beispiel Fairtrade-Milch. Deswegen haben wir dann das Programm Caring Dairy, man hat ja die Kühe dann gesehen, eingeführt. Die Milch kommt von freien Bauern aus dem Norden der Niederlande. Es ist so, dass die Kühe sich melken lassen können, wann sie wollen. Also da gibt es eine Automatik. Es ist so, dass sie sich massieren lassen können, wann sie wollen. Da gibt es ein eigenes Gerät, wo sie hingehen können und sich dann eben massieren lassen. Und sie können sich auch eben, sehr, sehr frei entwickeln. Und die Kuh hat auch wirklich eben diese Milch, die im Eis drinnen, auch eine ganz wichtige Entwicklung gemacht. Und um zu schauen, dass man auch da eine politische Bewegung in Europa daraus entwickeln kann. Nachhaltigkeit ist nicht nur Fair Trade, also das ist eigentlich ganz wichtig. Also Fair Trade haben wir auf der einen Seite eben angesprochen. Es geht auch darum, dass Ben & Jerry's komplett auf Klimaneutralität umgestellt ist, also das klimaneutrales Eis. Es ist wichtig, dass man insgesamt alles abdeckt, weil sonst auch die Glaubwürdigkeit nicht da ist. Entweder macht man alles oder man macht es nicht richtig. Und was ganz spannend ist, die haben ja wirklich schon sehr früh angefangen, zum Beispiel die Brownies, also die Chocolate Brownies. Man hat sie im kurzen Film gesehen, die werden in New York gebacken von Beschäftigten, die früher eben obdachlos waren oder drogenabhängig. Auch die Brownies, die wir hier in Österreich im Ben & Jerry's Eis drinnen haben. Über
Die Caring-Derry-Geschichte habe ich gerade gesprochen. Und was in Österreich vielleicht etwas klar ist, aber in anderen europäischen Ländern oder in den USA, im Zusammenhang mit den Eiern, ist natürlich auch für Ben & Jerry's eine klare Sache. Warum erzähle ich das Ganze jetzt? Weil man auf der einen Seite, machen wir unsere Hausaufgaben, stellen Ben & Jerry's eben um und haben eben diese Mission über die Produktqualität, über die wirtschaftliche Verantwortung und die gesellschaftliche Verantwortung, eben um lokal, national und international permanent neue Wege und innovative Wege zu gehen, um etwas zu verändern. Und das haben wir dann auch begonnen hier in Österreich oder Deutschland, Österreich, Schweiz, indem wir das Thema Fairtrade genommen haben und uns gesagt haben, okay, was ist fair? Und haben dann eine Tour begonnen im Jahr 2011, die letztes Jahr dann weiter oder fortgesetzt worden ist, nämlich wir sind durch Deutschland, Österreich, Schweiz gefahren und haben das Thema Fairtrade erklärt an über 100.000 Menschen, die zu uns gekommen sind nach einem System. Du konntest bestellen, wo du den Truck hinhaben möchtest, in der Stadt, in Wien oder in Dresden, wo wir halt eben unterwegs waren, über Facebook als Interaktion und vom Prinzip den Wagen bewegen, weil wir wieder mit dem Thema bewegen sind. Und wir sind dann auf der einen Seite dann zu Menschen hingegangen, die dann einen bestimmten Ort angegeben haben oder dann in Obdachlosenheime, um dort eben das Eis auszugeben, was ja genau zu dieser Mission, von der ich gerade gesprochen habe, dem eben entspricht. Und dann haben wir gleichzeitig auch immer Leseübungen rausgegeben und es gab auch noch kostenlos Eis für alle. Das war eigentlich das Prinzip, eben den Obdachlosen und den Leuten, die uns dahin bestellt haben, Fairtrade und dann auch eben dann Eis dazu zu geben. Und wie ich gerade vorhin gesagt habe, eben das ist als kleine Idee irgendwann mal 78 entstanden und es wird halt immer größer und deswegen zeigt sich auch, dass wenn man an etwas glaubt, dass wirklich etwas Großes werden kann. Und aus dieser Geschichte ist dann eben diese Bewegung geworden, jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz im Zusammenhang mit dieser Tour. Schauen wir uns vielleicht einen kurzen Film dazu an. Gonna
ich bin selber auch mitgefahren und ja, das war auch eine der schönsten Zeiten, die ich in meinem Leben gehabt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann wahnsinnig viele Leute bewegen. Wir haben jetzt keine Werbung gemacht darüber, sondern das war wirklich rein über Facebook. Und man hat gesagt, thanks for supporting the campaign. Wir haben nämlich beim ersten Mal, bei der ersten Tour, haben wir eben Fairtrade erklärt und beim nächsten Mal, also im vergangenen Jahr, sind wir eben durch Deutschland, Österreich, Schweiz gefahren und haben da Unterschriften gesammelt für eine EU-Petition. Nämlich wenn man 1 Million Unterschriften sammelt, kann man dann ein bestimmtes Thema nach vorne bringen in der EU. Und wir haben dieses Mal, oder wir haben in diesem Fall uns, was eben zu uns als Marke auch dazu passt und wirklich auch uns wichtig ist, das Thema der Haltung von Kühen angenommen, was hier in Österreich vielleicht nicht so ein großes Thema ist, aber in anderen europäischen Ländern sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, da etwas zu verändern. Und wir haben es auf jeden Fall, wir müssen, damit es funktioniert überhaupt in Deutschland, 100.000 Unterschriften sammeln, und das ist uns auch gelungen. Und ja, wir arbeiten eben daran, das weiter nach vorne zu bringen in dem Zusammenhang. Und das ist wiederum die Heritage, auf der wir arbeiten in dem Zusammenhang, weil Ben & Jerry auch sehr politisch sind in ihrer Arbeit gewesen, immer schon, also oder die Marke dann insgesamt geblieben ist. Die haben sich zum Beispiel in Amerika für die Rechte von Homosexuellen eingesetzt, vor kurzem noch in England für das Recht von gleichgeschlechtlicher Ehe. Und das macht man dann aber auf eine witzige Art und Weise, wieder nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dann haben wir in England die Marke Happily Ever After eingeführt, also Happily Ever After, also Happily Ever After als Methodik, um die gleichgeschlechtliche Ehe dann zu protestieren. Oder wir haben in den USA auf ein Eis dann vom Prinzip Diagramme draufgegeben, um zu zeigen, wie viel dass nur 1% durch den amerikanischen Staat in Frieden, also Peace, investiert wird und der Rest in Kriegswaffen. Und damit einfach dann auch einmal aufmerksam gemacht, was in diesem Bereich passiert. Und als Obama das erste Mal gewählt worden ist oder amerikanischer Präsident geworden ist, gab es in unseren Scooping Ice Bars in USA, gibt es ja Pekannüsse, und deswegen haben wir dann die eigene Sorte dann Yes Pecan eingeführt, um dann auch eben wiederum darauf hinzuweisen. Auch immer wieder neue Ideen, wie man dann unterstützen kann. Da gab es zum Beispiel eine Unterstützung für die Freddie Mercury Stiftung mit Bohemian Raspberry. Oder wie gesagt, für die gleichgeschlechtlich, also für die homosexuellen Rechte in den USA, haben wir dann die Marke Chubby Hubby eingeführt. Was ganz interessant ist, das geht auch dann weiter, wenn die Marke wirklich diese Glaubwürdigkeit hat, kann sie wirklich viele Leute bewegen. Das werden wir auch weiter tun. Nehmen wir zum Beispiel Klimaneutralität, hatte ich vorhin angesprochen. Ben & Jerry's haben auch klimaneutrale oder sozusagen klimafreundlichere Kühltruhen eingeführt. Das haben wir mit Greenpeace haben wir das zusammen entwickelt und wird jetzt vom Prinzip vom ganzen Unilever-Konzern jetzt weltweit umgesetzt. Wenn man sich überlegt, dass Unilever über die Marke Eskimo oder Langnese in Deutschland haben wir, glaube ich, um die 300.000 Truhen, also da kann man wirklich was bewegen. Und das ist etwas wirklich, was aus dieser kleinen Marke, aus diesem wirklich wunderbaren, zarten Pflänzchen, aus dieser fantastischen Geschichte heraus sich entwickelt und auch eben weiter nach vorne bewegt. Was ganz interessant ist, eben wie diese Fairtour funktioniert hat, war, dass wir das über Facebook eben organisiert ist, wo man dann hinfährt. Der nächste Schritt war dann auch, dass wir dann über Google Maps genau sehen konnten, das Tracking, wo wir unterwegs sind. Und es war so, dass beim ersten Mal wir, ich glaube, es war Stuttgart oder so, auf einen Platz hochgefahren sind und dann irgendwo in der Ecke war so eine große Traube von Menschen. Und wir haben gesagt, was ist denn da für eine Veranstaltung los? Und auf einmal haben sie den Truck gesehen. Inzwischen war das eben die zweite Runde, wo man gesehen hat, was für Massen das bewegen kann. Und auf einmal kamen die alle zu unserem Truck hinzugestürmt. Also das ist schon unglaublich, wie viel man da bewegen kann. Und auch zum Beispiel die Polizei, die uns dann von dem einen oder anderen Platz vertreiben wollte, wenn wir denen das erklärt haben, haben sie gesagt, okay, wir drücken ein Auge zu. Und haben dann gesagt, da hinten ist übrigens ein Obdachlosenheim. Und dann sind wir dann gemeinsam mit denen dorthin gefahren. Und das Interessante ist, wie gesagt, der Kollege, der vorhin stand und gesagt hat, ja, wir probieren etwas Neues, wir möchten etwas bewegen. Das geht, wenn man daran glaubt. Und was wir sehen ist auch jetzt, weil wir über Facebook gesprochen haben, dass Facebook die Aktivierung, die wir da geführt haben, wird weltweit von Facebook als Best Practice jetzt verwendet in ihren Pitches für Kunden etc. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Fans auf dieser Seite und ein sehr hohes Engagement. Also Engagement Level im Durchschnitt ist oder so normal ist um die 4%. Wir haben ein Engagement Level von ungefähr 8, was für so eine, was ja wirklich ganz gut ist. Wobei, witzigerweise, wir haben gesagt, was mobilisiert denn oder was bewegt? Wir haben vorhin über Kuchen und Oma bewegt.
Eiscreme kann auch bewegen. Es gibt irgendeine Initiative jetzt im Moment, die möchte, dass Cheesy wieder auf den Markt kommt. Und da gibt es irgendwie ich glaube, es um die 58.000 Fans im Moment, die das aufrufen und in dem Zusammenhang auch ein Engagement-Level, der noch weit über den 7% liegt. Ich glaube, irgendwie um die 38%, wo wirklich sehr, sehr viel diskutiert wird. Ja, und muss man einfach mal schauen, was wir als Unilever-Konzern in dem Zusammenhang machen können. Das Wichtigste ist aber, und wir haben ja über sozusagen das Oma-Motto gesprochen und das Motto von Ben & Jerry's, und ich glaube, das ist für alles, was wir machen, ob das eben dann die Vollpension ist oder was anderes ist, das Motto von Ihnen ist, if it's not fun, why do it? Herzlichen Dank.